Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sanni, reisen wir im Wohnmobil durch ganz Europa. Die letzten Monate haben wir Spanien, Portugal, Luxemburg und Deutschland erkundet und reisen aktuell durch Italien nach Griechenland zum Überwintern. Großstädte und Campingplätze sind nicht so unseres, dafür mögen wir lieber Plätze in der Natur, gutes Essen und genießen jeden Tag unser neues freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. Es regnet. Na egal, wir sind in Italien. Wir sind in Macagno am schönen Lago Maggiore. Allerdings das Wetter soll noch besser werden, hoffen wir mal. Der Ort hier ist keine Touristenhochburg, würde ich sagen. Es gibt zwei Campingplätze, einen Wohnmobilstellplatz. Es gibt auch einen Strand. Aber ansonsten ist es jetzt nicht überlaufen. Nee. Und wir gucken uns das gleich an, wenn es aufgehört hat zu regnen. Mhm. Ich glaube, wir gehen wieder zurück ins Wohnmobil, ganz oder? Bis später. Gleich. Die kleine Stadt Macagno liegt am nordöstlichen Ufer des Lago Maggiore in der Lombardei. Die Geschichte der kleinen Gemeinde geht auf das Jahr 962 nach Christus zurück und zählt heute etwa 2600 Einwohner. Macagno hat einen oberen und unteren Stadtteil. Im unteren Teil gibt es zwei Campingplätze, einen Wohnmobilstellplatz, eine nette Seepromenade, einige Restaurants, Bars und Cafés, eine Anlegestelle für das Fährschiff nach Luino bis hin in die Schweiz sowie ein Taxiboot zum Markt im gegenüberliegenden Canovio. Bei unserem Aufenthalt im September waren Hunde im See kein Problem. Und auch im Restaurant am Strand durften wir unsere Fellnasen mitnehmen. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Ist das hier eigentlich jetzt schon Nebensaison? Sicherheit. Wir haben 13 Uhr und hier ist kein Mensch in See. Doch, wir sind da. Anfang September. Nimm mal den Hund. Haben? So, hier vorne gibt es Treppen hoch und da oben scheint irgendwie ein Restaurant oder was zu sein.
Unsere Stellplatznachbarn haben uns das empfohlen und da laufen wir jetzt mal hin. See. Ganz schön anstrengend, die 9. Stufe, oder? Ja. Also mit Hund. Ah, der Hund dürfte nicht schwerer sein. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Also eigentlich schon. Diese Bar oder was auch immer es ist. Was steht da drauf? Ristoro Cinzano Cailuino hat geschlossen. Aber der Blick, der ist gigantisch. Am Ende finden wir aber doch noch eine Bar mit direktem Blick auf den See und da genießen wir jetzt erstmal ein frisches, kaltes Getränk und eine leckere Pizza. Ich meine, Salat sieht gut aus, aber da Pizza ist der Hammer, oder? Ja, du kriegst einen Teil ab. Jo, auf jeden Fall den Teil. Mit dem Schinken. Jo. Na dann, guten Appetit. Danke. Der Stellplatz hier war einerseits richtig gut, weil man nur 200 Meter ungefähr zum See hat. Andererseits ist es so, dass jeden Abend die Sportstätte von den Einwohnern von Macanio genutzt wird. Hier ist Fußballtraining, Kinder werden gebracht und abgeholt. Also da ist mindestens 2 Stunden Trubel. Autos parken wild hier auf dem Platz. Und andererseits liegt der Platz auch sehr gut als ja, Zwischenstopp für nach Deutschland oder von Deutschland. Und das bedeutet, dass er sich zum Abend hin auch mit Wohnmobilen füllt. Und die stehen dann unter Umständen auch ziemlich eng. Wir haben jetzt einen Nachbar, der steht ja 1,50 Meter vielleicht von uns weg. Und links, der steht auch nicht viel weiter. Und das ist uns dann auch zu eng. Und deswegen fahren wir weiter. Wir wollen ja noch mehr von Italien sehen. So, wir verlassen Macanio nach ein paar Tagen. Ich mach draußen alle Stadt klar. Alles klar. Wir hatten hier ja ein paar richtig gute Tage. Das Wetter war sehr durchwachsen. Es ging von ja sehr warm über 30 Grad bis zu ja einer Schwüle. Und gestern Nacht hat es richtig dolle geregnet, geblitzt und gedonnert. Hier ist alles nass. Was da alles runterkam, könnt ihr hier an diesem Bach erkennen, der sich jetzt zu einem reißenden Fluss entwickelt hat. Wir fahren weiter und wohin es geht, das seht ihr gleich.
Wir haben uns entschieden, über die Autobahn zu fahren, denn zum einen war Regen für heute gemeldet und zum anderen war die mautfreie Strecke über 2 Stunden länger zu fahren. Und beim Regen sieht man sowieso nichts, also haben wir uns gedacht, können wir auch Autobahn fahren. Der Regen ist ausgeblieben, dafür haben wir jetzt Stau. Wir kämpfen uns hier gerade um den Ring von Mailand und haben dann auch nochmal einen ganz spektakulären Unfall. Gott sei Dank auf der gegenüberliegenden Seite, sodass wir keinen Stau haben. Und vor allen Dingen, es scheinen alle Personen außer Gefahr zu sein. Funktioniert also auch in Italien. Wir sind ja mit der Maut 1 Box vom ADAC unterwegs und hatten nach unserer Auflastung Befürchtungen, dass diese nicht mehr funktioniert. Aber nach Rücksprache mit dem ADAC sagte man mir, solange das Fahrzeug kleiner ist als 3 Meter, dann funktioniert das auch und das hat auch funktioniert. Die mittelalterliche Festungsstadt Borghetto ist heute ein Stadtteil von Valeggio sul Minzio und liegt etwa 13 Kilometer südlich des Gardasees in der Region Venetien. Borghetto gehört zu den schönsten Orten Italiens und ist gekennzeichnet durch kleine Gassen, mittelalterliche Häuschen, Mühlen und Wasserräder. Das Castello Scaliscero stammt aus dem 13. Jahrhundert und thront über der Stadt. Valeggio hat ein gemütliches Stadtzentrum mit Cafés, Bars und Restaurants. Der Legende nach wurden hier im Mittelalter die mit Kürbisbrei gefüllten Tortellini die Valeggio erfunden. In Valeggio heißen sie Knoten der Liebe, Nodo d'Amore. Sie werden in so gut wie jedem Restaurant angeboten. Wir haben uns für den Stellplatz Area Sosta Camper direkt an der Brücke zum historischen Stadtzentrum entschieden. Er kostet 15 Euro, hat alles, was man braucht und ist sehr weitläufig. Wir hatten in der Nacht Gewitter und auch für heute ist wieder Starkregen gemeldet. Wir wollen trotzdem versuchen, uns das Dorf anzuschauen. Puh, laut Wettervorhersage haben wir noch 1 Stunde, bis der Starkregen einsetzt. Aber der Wind ist auf jeden Fall schon mal da. Keine Ahnung, ob wir das noch schaffen, ob wir noch was sehen. Ja, vielleicht vertreibt der Wind ja den Regen. Ja, na gut. Also wir laufen jetzt noch mal ein Stück. Wir hatten gestern schon mal eine starke Regennacht, was man hier an dieser braunen Brühe sieht. Also da kam ordentlich was runter, ne? Wir brechen ab und gehen zurück.
Kalle ist schon ganz durch den Wind, der will nichts wie ins Wohnmobil. Ein bisschen was haben wir gesehen. Wäre schon schön, da irgendwie einzukehren, ja. Kaffee trinken. Aber naja, hat nicht sollen sein. Jetzt gucken wir, dass wir wenigstens noch trocken ans Wohnmobil kommen. Jetzt im Bild. Das war more timing. Das. Versuch Nummer 2. Heute sieht es ein bisschen besser aus. Zumindest kommt gerade die Sonne raus. Und wir nutzen das und gehen nochmal in die Stadt. Kam natürlich ganz schön was runter da vorgestern, ne? Aber das Wasser ist heute schon deutlich klarer wie gestern noch. Und kaum ist das Wetter besser, sitzen die Restaurants auch schon wieder voll. Der Fahrradweg zum Gardasee. Da geht es wohl lang. Und hier ist nochmal beschrieben, wo wir sind und wo dieser Fahrradweg entlang geht. Insgesamt 45 Kilometer von Peschiera del Garda nach Mantova. So ohne auch. Kiwis. Hier vorne. So sieht also eine Kiwi-Plantage aus. Was man nicht alles so entdeckt, wenn man auf Reisen geht. Auf einen schönen Abend. Wir haben Borghetto verlassen, uns hat es da richtig gut gefallen. Irgendwie sieht es so ein bisschen aus wie Venedig, überall Kanäle oder zumindest Wasser und Häuser, die am Wasser sind und Restaurants, die am Wasser sind. Und ja, jetzt heißt es für uns weiterfahren. Unser Ziel ist die Adria. Und wenn es dich interessiert, welche Strecke wir nehmen, wohin wir fahren, dann sei gespannt. Freu dich aufs nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächste Woche.